Wisst ihr, meine lieben Geschwister, dass es auch besessene Häuser gibt? Bewohnte Häuser. Meskun. Wie, ein Haus kann besessen werden? Nein. Es wimmelt dort von Dschinn und Schayatin, die Allahu a'lam wie reingekommen sind, durch welche Einladung, durch welche Musik, wer vorher dort gelebt hat, in deiner Wohnung, was er vorher alles an Haram gemacht hat, wie viel Musik dort läuft, wie viele Hunde dort gelebt haben, wie viel Haram dort gemacht hat an Zina und anderen Khamr und sie dadurch eingeladen habt oder sie, die eingeladen haben, kommt her, fühlt euch wohl. Und jetzt kommst du in die Wohnung und willst da wohnen. Und sie fühlen sich wohl. Und vielleicht habt ihr schon mal von Geisterhäusern gehört. Geisterhäusern, in denen Dinge durch die Luft fliegen. Und die sagen Geister, nein, Dschinn, die ihren Unfug treiben. Das wissen wir. Denn die Wohnung wurde nicht gesäubert. Wie säubert man eine Wohnung? Mit Allahs Wort. Indem du Koran dort laufen lässt, Surat al-Baqarah und natürlich Ruqya. Es gibt einen Bruder, der ist auch ein Scheich, ein Befreundeter. Vor langer Zeit hat er mir etwas erzählt. Und zwar, dass seine Mutter, wenn sie morgens aufsteht und nach dem Gebet und dann in die Küche geht, das Erste, was sie tut, ist, Surat al-Baqarah anzumachen. Kassettenrekorder, Surat al-Baqarah. Sie liebt diese Sura. Jeden Tag muss sie laufen. Und dann macht sie ihren Haushalt und kocht und so weiter. Aber jeden Tag Surat al-Baqarah. Das Erste, was sie tut, ist Surat al-Baqarah. Der Bruder und Sheikh sagt mir, jeder in unserer Familie hat Surat al-Baqarah auswendig gelernt. Durch die Mutter. Jeder, mein Bruder, der andere Bruder, meine Schwester, mein Vater, das kleine Kind, aber wahrscheinlich auch die Nachbarn. Weil die macht Surat al-Baqarah an und dort ist sauber. Sauber. Das ist Hausreinigen. Denn ihr kennt alle den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in einer Wohnung, in der Surat al-Baqarah gelesen wird, die betritt der Satan 3 Tage nicht. 3 Tage hast du vom Shaitan deine Ruhe. Ein anderer Punkt, damit du überhaupt nicht angegriffen werden kannst. Ein Raqi hat mir erzählt, jemand, der Ruqya macht, ist, dass die Satane sich immer die schwachen Muslime krallen. Die kommen nicht an irgendwelche Gläubigen als Imame und Hafiz Quran. Nein, die greifen sich jemand, der ein bisschen schwach im Glauben ist, der noch bestimmte Sünden macht, der gerade in einer schlechten Phase ist, gerade was Haram geguckt hat, in schlechten Plätzen ist, irgendwas geraucht hat, die greift er sich. Leichte Beute. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban. Ja,